Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Video, und zwar das Hands-on zum Huawei P30 Pro. Das hat bis jetzt gebraucht, um die Daten zu übertragen. Ich sehe auch gerade, hier ist auch schon. Das sehe ich jetzt erst. Also entweder ist hier so eine Art Schutzfilm schon drauf, oder das ist durch den Rand. Ich hole euch mal ein Stück näher ran. Dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Hier. Ich habe jetzt auch Panzerglas dafür geholt. H9. Also von daher sind wir da auf der sicheren Seite. So, wir haben jetzt 31 GB übertragen. Jetzt könnt ihr das auch mal richtig sehen hinten. Aurora heißt das, glaube ich. So, fertigstellen. Wir nehmen das 5G-Netz von hier zu Hause. Passwort. Verbinden. So. Weiter. Nach Updates wird gesucht. Also wir haben ein schönes großes Display. Sieht auch sehr klar und sehr deutlich aus. Anmeldung erforderlich. Also ich muss mich jetzt bei Google anmelden. Mal gucken, damit man das nicht sieht. Ich muss mal noch sicherheitshalber noch ein Stück höher machen. Nee, ist die Ver oder? Ich glaube, das war die. Passwort. Ist falsch. Gut. Das ist richtig. Aktivieren beispielsweise Google überprüft deine Nummern. Ja, ich stimme zu. Ich stimme zu. So. Kontoinformationen. Google Drive Cloud sichern, Standort, Diagnose, Updates akzeptieren. So. So, ein oder aus kann Assistent schneller anrufen. Ah, okay, also mit der Ein- oder Aus-Taste halten, Ein- oder Aus-Taste eine Sekunde lang gedrückt, um den Assistenten zu sprechen. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um Smartphone auszuschalten. Okay. Per Sprachbefehl auf Assistent zugreifen. Na klar, wollen wir. Der sagt aber hier, ich habe hier nur Auswahl, nein, danke. Was ist mit dir heute? Ja, Mausi ist etwas liebebedürftig. Okay. Macht er jetzt irgendwas? Er kann. So, zurück. Aber eben war hier noch der Button für akzeptieren. Ja, weiter. Mehr. Nein, danke. Ich habe nur Nein, danke zur Auswahl. Dein Assistent ist bereit. Weiter. Jetzt ist er doch bereit, oder was? Keine Ahnung. So, Cloud, App-Galerie, Designs, Videos, Musik anmelden beim Huawei Cloud. Ja, da habe ich ja auch, dadurch, dass mein Konto da drin ist, habe ich ja, also Cloud, Designs, kann ich dann halt auch auf die anderen Designs zugreifen. Ich weiß nur nicht, unter welcher E-Mail-Adresse ich mich da angemeldet habe. Das ist ja jetzt nur auch schon wieder eine Weile her. Na, Mausi, willst du Hallo sagen? So, Passwort. Anmelden, das ist falsch, garantiert. Ja, Passwort falsch.
Ach Gott. Passwort oder ID falsch. Passwort oder ID falsch, okay. Ach so, nee. So, ich habe das Sonderzeichen vergessen. Ach Gott. Gott. Ach Mensch, wie war denn das? Passwort vergessen. Muss ich hier so ein Puzzleteil machen? Kontoinformationen nicht vorhanden. Ah, alles klar. Gut. Dann ist es die falsche E-Mail-Adresse. Shit. Den Versuch haben wir noch. Ja, da muss ich mal mein anderes Handy holen. So, jetzt erstmal gucken. Müssen wir mal gucken, 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 gucken. Wo haben wir denn Huawei? App-Galerie, Nutzer, Profil. Ach, ja, toll. Ach, ganz andere E-Mail-Adresse. Ach Quatsch. So. Das Passwort ist falsch. Ist ein bisschen Gewöhnungssache gerade mit dem Bildschirm, weil bestimmte Buchstaben, wenn ich dann halt draufklicke, um was zu löschen oder so, oder halt den weiterzumachen, dass das dann halt so ein bisschen in die Schräge geht. So. Jetzt ist es richtig, jetzt brauche ich den Bestätigungscode. Code abrufen, erneut senden. Da ist er. Habe ja alles mit dieser zwei Phasen. Dingsbums. Und dann werden auch in Zukunft die Livestreams über Handy halt besser, weil hier ist auch eine bessere Cam drin. So, Cloud. Daten zur Sicherung. Cloud-Speicher. Kontakte. Ich habe nur Kontakte drin, Notizen, Kalender nicht. Weiter. Weiter. Stimme zu. Danke.
Verbesserung, Programm zur Verbesserung der Benutzeroberfläche. Lieber Kunde, willkommen bei Emui zur Verbesserung. Projekt zur Verbesserung. Teilnehmen, ich nehme daran teil. Software auf dem aktivieren. Tester. Okay. Ach, da kann ich jetzt hier von. Aha, okay, sehr gut. Sehr gut. Okay. Gut, ich lasse mal das Neue mit dem Gesten-Dingsbums da. Das scheint ja ganz gut zu sein. So, natürlich hat er jetzt erstmal hier Haufen Updates, denke ich mal. Google-Sicherheitswarnung, das ist klar. Kontakte synchronisieren, deaktivieren, stoppen wollen wir nicht. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, was hat da denn drin. So, oben ist meine Huawei-ID ist drin, System. Hier seht ihr das und das ist alles so hässlich weiß. Das ist so hässlich weiß. Oh, das muss gleich geändert werden, das ist widerlich. So, über das Telefon. Wir haben jetzt Emui-Version 9.1.0, Android-Version 9. Wir haben CPU, haben wir an Huawei Kirin 980 drin. Wir haben RAM 8 GB. Ich kann euch das jetzt mal im Verhältnis jetzt vielleicht zu meinem Huawei P10. Damals gab es kein P10 Pro oder so. Es gab P10 und P10 Lite. Also ist im Prinzip auch damals ein Flaggschiff gewesen, sagen wir mal so. So, wenn ich da jetzt gucke, System über das Telefon. So, ich muss mir mal beide nebeneinander holen. So, ich muss mir auf jeden Fall die Helligkeit hier noch einstellen. Das ist mir zu dunkel. Zack, hell, genau. Das Weiß ist, sieht hier aber nicht ganz so weiß aus wie auf meinem. Ich weiß jetzt nicht, ob durch die Folie eingefuttert wird, aber auf meinem P10 ist es weiß, ein bisschen weißer. Und das ist auch auf volle Pulle. Ja, das ist auf volle Pulle. Ich muss mal gucken, habe ich hier jetzt vielleicht das Auto-Dingsbums drin? So. Ich habe jetzt hier nochmal volle Pulle gemacht. Jetzt geht schon ein bisschen was, aber es ist trotzdem nicht ganz so weiß. So, wie gesagt, hier habe ich auch 9.1.0 und Android 9 drauf auf dem Huawei P10. Ich habe hier einen CPU, einen Hilson Kirin 960 drin. Und ich habe hier 4 GB RAM, hier jetzt das Doppelte habe ich 8 GB RAM. Telefonspeicher habe ich hier 81,68 GB frei. Hier habe ich 30 GB frei und insgesamt habe ich hier 64 und hier 128 GB. Ich habe hier eine Auflösung von 1080p beim P10. Hier habe ich eine Auflösung von nicht 4K, also weil ist ja auch ein anderes Format. 2340 zu 1080. Ich habe das Android-Sicherheitspatch, den Android-Sicherheitspatch vom 1. August 2019. Hier ist auch der aktuelle drauf von 2019, auch vom 1. August. Ja. So, dann haben wir das schon mal. Ich muss mich echt erstmal dran gewöhnen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich hier was zurückkomme. Ach so, das ist ja jetzt mit diesen. Weil ich habe hier habe ich meine Taste, hier unten drinne. Ja, und da kann ich alles mitmachen. Doppelklick, links, rechts, hoch, runter wischen. Und dann ist immer verschiedene Sachen. Und das habe ich jetzt auf dem Bildschirm sozusagen. Hoch, links, rechts. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Also das ist für mich wirklich Gewöhnungssache. Auch mit dem, dass hier irgendwie. Es ist, also ich habe es ja von anderen Handys auch schon, aber ich habe es dann immer trotzdem tagsüber ja das gehabt. Ja, hier ist auch diese Google News, die muss ich sowieso deaktivieren dann, die geben mir auf den Puffer. So, weiter. So.
Jetzt mal bei Einstellungen gucken. Welche Einstellung haben wir denn für unseren Sprachassistenten jetzt? Assistent, Sprache, Deutsch haben wir drin, Sprache hinzufügen wollen wir jetzt nicht. Assistent Stimme, da habe ich mich verdrückt. Das hier sind die Stimmen, die du für Google Assistant auswählen kannst. Wenn dir diese Stimme gefällt und du möchtest, dass ich sie weiterhin verwende, kannst du hier aufhören. Das hier sind die Stimmen, die du für Google Assistant auswählen kannst. Wenn dir diese Stimme gefällt und du möchtest, dass ich sie weiterhin verwende, kannst du hier aufhören. Ich nehme mal hier wieder die alte Stimme. Ich habe sie geändert in der Hoffnung, dass wenn ich das ab nochmal wieder zurückändere, die Stimme, die rote, also wir haben ja jetzt rot und orange zur Auswahl, die hat sich hier auf dem Handy kurzzeitig anders angehört. Und dann habe ich aus Versehen einmal die orangenere Stimme reingemacht, um zu testen, und dann war das nicht mehr so. Weil der Assistant, der rote, der hat sich viel weicher, viel cooler angehört. Aber ich habe dieses Update dann leider, oder das wurde bei mir dann nicht mehr gemacht. Mal gucken, ich lasse jetzt erstmal mal rot drin. Dann gucken wir mal, ob er, wie weit er jetzt eingestellt ist, wenn wir jetzt sagen, einfach, ich gehe mal, wie komme ich denn jetzt wieder zum Home zurück? Achso, hier. Okay, Google, wie geht's dir? Ich bin dein Google Assistant, womit kann ich dir helfen? Tippe Mikrofon zum Sprechen. Ich will doch nicht Mikrofon zum Sprechen drücken, bist du doof? Wie geht es dir? Immer so fit wie deine Internetverbindung. Was kann ich für dich tun? Da muss ich, das muss ich umstellen. Das ist jetzt so gemacht, dass ich praktisch... Na, wieso geht dann jetzt nicht zurück hier? So. Okay, Google. Wie geht's dir? Achso, ich muss hier. So, weiter. So, zustimmen. Ich stimme zu. Okay, Google. Okay, Google. Okay, Google. Das hat er vorhin nicht gemacht. So, beenden. So. Okay, Google. Wie spät ist es? Es ist 19.24 Uhr. Okay, gut. Also das macht sie wieder. Es ist wirklich, aber für mich ist es echt gewöhnungsbedürftig, dass ich hier nicht auf dem Display, sondern von ganz unten hochwischen muss, dass das hier was macht. Wartet mal, ich werde euch mal hier rüberholen. Dann könnt ihr hier so vielleicht ein bisschen mehr sehen, was ich hier mache. Ein bisschen über die Schulter gucken sozusagen. Wieso ist denn das jetzt hier eigentlich so fest? Locker. So. Also Grafik, also top, also Bildqualität kann ich echt nicht meckern. Auch schön schnell. Ja, hier oben hinten geht es halt nicht mehr weiter. Ich muss mir alles wieder neu anordnen. Das ist alles ein bisschen durcheinander. Ein bisschen sehr durcheinander. So. Und das muss ich deaktivieren. Ja, das geht mir auf den Sack. Die Neuigkeiten, das interessiert mich nicht. So, wir wollten aber jetzt bei Designs gucken, weiter, zustimmen. So, aktualisieren, also er hat jetzt eine aktuelle Variante gefunden, zustimmen. Okay. Weiter. Zustimmen. So, aktualisieren. Geht auch recht fix. Und schon ist es installiert. Wir öffnen es mal. Themes überspringen. Ich kenne es ja. So, Konto. Geschenke. Wir haben gar keine Geschenke. Schade. Achso, dann müssen wir in der Huawei App Galerie gucken. Die wollen wir aktualisieren. Wetter, Wetter.
Ticker wollen wir nicht. Wetter, Wetter. Und die Radiosachen sind mir eigentlich auch vollkommen Wumpe. Ja, installieren. Okay. Funktioniert auch ziemlich schnell. Ich dachte schon, bei dem ist es schnell, beim PC manchmal, aber gut, das ist jetzt über die Jahre auch ein bisschen in die Zeit gekommen. Aktualisieren. Jetzt wird die App-Galerie auch aktualisiert. So, wir gucken mal bei Geschenke. Weil die habe ja mal für Fortnite was, für Huawei. Weiter, weiter. Marco, die hat meine Frau die App. So, Geschenke. Ich will mal gucken, was jetzt. Nee. Free. Schade, 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 schade. Hier ist nichts mit Fortnite. Irgendwie ein Skin oder so. So wie bei Samsung. Aber egal. Wir wollen jetzt in die Themes und meine Designs. Okay, die sind wieder nicht. Doch, da sind sie. Käufe. Ihr seht ihr das? Hier, ich habe jetzt natürlich hier noch nichts drin. Käufe. Da gehe ich rauf. Okay. So, und dann habe ich hier praktisch das Design. Und hier seht ihr dann auch, wenn wir das Bild groß machen, da ist dann auch halt dunkel. Ich hasse dieses Helle. Also das Helle ist. Blech. Ich mag das nicht. Ich finde das ekelhaft. So, jetzt müssen wir noch herunterladen. Auch das geht ziemlich schnell. Zack. Fertig. Anwenden können wir jetzt drücken. Verwenden. So, und schon haben wir das neue Design drauf. Dadurch sehen die Ordner natürlich jetzt alle anders aus und die Standard-Icons sehen anders aus. Und wenn wir jetzt hier runterziehen, haben wir schwarz-blau. Ja, und das ist erstmal ist ein dunkles Design wesentlich akkuschonender und auch viel verträglicher für die Augen. Wenn du hier rauf guckst und so, kriegst du nicht gleich Augenkrebs. Mobile Daten, achso, die kann ich gar nicht anschalten, ist noch keine SIM-Karte drin. Bluetooth kann erstmal aus. Taschenlampe, wie hell ist er? Oh, die ist aber schön hell. Gut. Das kann man sich ja alle dennoch aktuell selber anpassen, wenn man hier oben. Ach Quatsch, bin ich doof. Wenn man hier oben auf das Ding geht. VPN. Navi Dot. Müssen wir mal gucken, ich habe hier ein paar Sachen nicht stören. Ultrastrahl, Dolby Atmos. Okay. Da muss ich dann auch erstmal testen, was da passiert. Smart Filmmusik. Smart, wir lassen mal smart. Und hier kann man dann auch einstellen. Wir lassen erstmal smart. Wie gesagt, ich muss mich hier erstmal auch zurechtfinden. Huawei Share, VPN. Gucken wir mal nach. Ach, da ist ja mein Pure VPN ist mit bei. Der sagt mir gleich hier VPN an- oder ausschalten. Ja. Das ist ja geil. Das müsste jetzt natürlich eigentlich hier auch kein VPN. Kein VPN ausgewählt, okay. Stoppen. Stoppen. Wieso habe ich kein VPN ausgewählt? Muss ich erst. Achso, ich muss erst starten, glaube ich. So, was haben wir hier? Verbindung in Frage. Okay. Ach so, das ist die Dings-App, die ich mir mal runtergeladen habe. Was, seit wann wird denn die hier oben angezeigt? Ist ja krass. So, Navi Dot.
Oh ja, bitte, bitte, bitte gib mir ein Navi dort. So. So. Oh, schön. Oh ja, herrlich. Ich komme noch zur Kalender, ja. Oh, endlich. Wartet mal, wenn wir jetzt hier sind und wieder. Oh, ich habe mir jetzt ein Navi dort hier reingeklatscht. Da komme ich dann immer wieder zurück ins Home-Menü. Den setze ich mir mal hier schön mittig. Ah, der kann auch hier Sachen machen, wenn ich Ruf hier gedrückt halte. Ist ja geil. Oh, weil, da muss ich mir erstmal dran gewöhnen jetzt. Weil dafür brauche ich jetzt erstmal noch kurzzeitig den Navi dort. So, wir können den uns auch wieder anpassen, indem wir auf den Navi dort gehen. Und zack, an. Also nur kurz gedrückt halten und dann kann man sich den da hinschieben, wo man hinhaben will. So. Will den schon so ein bisschen mittig haben. So. Oh, herrlich. Sieht so ein bisschen doof aus, aber für die Übergangszeit ist es ja nicht mal so schlecht, wenn ich da so ein Ding raufklatsche. Was haben wir denn noch hier? Augenschonender Modus. Ach so, dann wird es ein bisschen gelblich. Kennen wir schon. Drahtlos Projektion, Screenshots, ja, das alles. Ich bin mal gespannt. Haben wir noch Knuckle-Pin? Ja. Ah, geile Sache. Na, scheren wollen wir jetzt nicht. Es gab auch, ich weiß jetzt ja nicht mehr, wie die Kombination war, konntest du auch raufklicken und dann nach unten ziehen. Und dann hat der praktisch, wenn du auf einer Webseite warst, die ganze Webseite als Screenshot gemacht und du musstest halt nicht hochschieben, Screenshot, hochschieben, Screenshot, hochschieben, Screenshot. Einfach zack, zack und dann irgendwie. Du kannst auch einen Knuckle-Pin machen, wenn du raufklopfst und dann mit dem Knöchel, dann einen Kreis rummachst oder ein Viereck, kannst halt bestimmte Sachen aus einem Dings nur machen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach zack. Nee, ich habe nichts getroffen. So. Ja. Oder wenn wir jetzt abbrechen, wenn wir jetzt einfach mal so. Und dann seht ihr praktisch, der Ausschnitt, was ich gemacht habe, ist wie ein Herz. Also das ist, oder was können wir nochmal hier? Ich kann euch jetzt zum Beispiel nur Firefox und dann haben wir halt nur Firefox und wir können uns das auch noch anpassen. Wir können die Linien auch noch verschieben. Also das finde ich ganz cool. So, was wäre das nächste Wichtige, was mich interessiert? Natürlich die Kamera. Alles in Ordnung. So, ich muss auch dennoch alles aktualisieren. Ach nee, Facebook nicht. Facebook nicht. So, Facebook deinstallieren. Ja. Facebook will ich auf dem Handy nicht haben. Google, 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 Google Mail. Das ist alles okay. YouTube ist okay. Google Play Dienste. AR. Mediamarkt. Ja, das ist ja, was ich drauf habe. Microsoft Übersetzer. Ich wusste gar nicht, dass Microsoft auch einen Übersetzer hat. SwiftCase-Tastatur, ach, die werde ich mir sowieso wieder teilweise deaktivieren. Lass mal erstmal machen. Ich muss mir das sowieso dennoch anpassen, dass das alles ein bisschen besser aussieht. Auch bei den Teams-Designs, hier ist halt ein T-Shirt abgebildet, ja, können wir dann halt hier auch noch aussuchen. Wir können ja zum Beispiel meine Designs, Schriftart, meine Hintergründe anpassen, Favoriten. Wir können hier auch irgendwo durchsuchen. So, wir haben hier empfohlene. Die kosten alle Geld. Kategorien. Cool, wir können jetzt einfach Farbe, schwarz. Dann wird uns alles angezeigt, was schwarz ist. Ihr müsst auch nicht bei einem Design bleiben. Also ihr könnt auch aus fünf verschiedenen Designs die halt das Beste nehmen. Einmal, dass es schwarz ist, aber ein anderes Hintergrundbild. Auch die Ordnersymbole könnt ihr alle anders übernehmen. Das ist alles kein Problem.
So, ich werde mir mal das Goldene hier angucken. Ich habe auch kein Problem damit nochmal, aber hier fehlt dann zum Beispiel das. Das wollen wir nicht. Ich muss mir erst dran gewöhnen. So, ach, hier oben ist der Pfeil. Hier haben wir dann zum Beispiel bei dem mit dem Elch haben wir keinen. Hier auch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, wenn man hier runterzieht. Informationsbar oder so. Ja, hier haben wir sie denn in lila. Nee, das ist normal. Das ist doof. Also da muss ich mal gucken, dass wir dann hier noch ein schönes Design finden, wo das da halt vielleicht schwarz-blau wäre. Ja, ich hätte gerne wieder schwarz-blau. Aber die meisten Designs, die sind ja, also die kostenlosen sowieso nicht. Die kostenlosen unterstützen das nicht. Die haben eigentlich immer nur ein Bild und Ordner und dafür verschiedene Sachen, aber sonst nichts. Da müssen wir mal gucken. Einfach mal Black ein. So, hier zum Beispiel hier 99 Cent. Ja, und da ist dann hier ein schönes Blau mit bei. Das gefällt mir schon mal zum Beispiel sehr gut. Kostet 99 Cent und dann haben wir das Blau auch ein bisschen, ist so ein bisschen hellblau, aber leuchtend. Und das finde ich halt sehr optisch sehr schön. Das machen wir mal einen Favoriten dahin. Ein Herz geben. Speichern tun wir das auch. Ja. Gut. Und ja, ihr könnt auch Rot nehmen oder so. Aber bei den Gratis-Dingern kann ich euch schon sagen, da ist nie das mit bei. Das ist nur bei den Designs mit bei, wo man Geld bezahlt. Ich habe zwei hier gekauft, eins auf dem hier und eins auf dem Honor. Aber das ist für Huawei nicht kompatibel, das eine, was ich gekauft habe. Warum auch immer. Alles, also das, was ich hier gekauft habe, ist auch auf dem Honor kompatibel, also auf dem P10. Das macht einen schönen Eindruck. Läuft alles sehr flüssig, sehr schnell. Hier haben wir noch was. Ah, na, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, da ist die Leiste um blau. Das ist ja ekelhaft. Ja, soll ja schwarz bleiben. So schwarz mit einem richtig kräftigen Blau wäre vielleicht ganz gut. So hatte ich, ich hatte mal so eins. Aber das ist aus meiner Liste weg. Das habe ich hier auch vom Namen her nicht mehr gefunden. Das ist komplett weg. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die Variante, dass das, naja, so ein bisschen Gold soll das sein. Ja, da sind dann, ist die Schrift in golden und die Icons. Ja, also da ist, die haben hier wirklich extrem viel drin. Also da seid ihr. So, auf der sicheren Seite. So, wir gehen einfach mal raus. Also so spurtet schon ganz schön zügig, muss ich sagen. Auch optisch macht es ordentlich was her. Man sieht ordentlich was. So, ich bin mal gespannt. Ich habe es jetzt hier mal. Ja, hier das, die Bilder muss ich, wie gesagt, noch ändern. Da kommen dann wieder meine Kinderin. Okay, Google. Öffne Kamera. Okay, das geht. Aktivieren, zulassen. Bei meinem habe ich das nämlich, beim P10 habe ich das, dass das nicht funktioniert. Also wenn, das seht ihr ja auch, hier ist der Bildschirm aus und dann ist der Assistent nicht an. Ich weiß, wegen Spionage und bla bla bla, aber pff. Ich habe nichts zu verheimlichen, mir sind doch egal. So, wir haben 4 zu 3 Megapixel, 10 Megapixel, 7 Megapixel, 40 Megapixel, 6 Megapixel. Vollbild, 6 Megapixel. Achso, da haben wir die ganze Kamera dann. Machen wir 4 zu 3 mit 40 Megapixeln. Oh.
Habe ich ein 4 zu 3 Bild, das reicht mir aus. Oder? Ja, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich könnte natürlich auch Vollbild nehmen. Nehmen wir mal Vollbild. Wir haben Sticker, die wir einfügen können. Kamera, stumm, Timer aus. Ultraschnell-Schnappschuss. Geil. Abbrechen. So. Jetzt gehen wir mal auf die. Weiter. Weiter zustimmen. Aktivieren. So. Starten. Objekte anerkennen. Objekte erkennen. Ich mache mal jetzt einfach mein Huawei. So. Und was erkennt er mir? Der erkennt mir. Oh. Der zeigt mir alles, was es für Huawei P10 gibt. Okay, nicht schlecht. So, aber wir wollen jetzt erstmal die Kamera wechseln. Ja, wir sind jetzt gerade im Einkaufsmodus. So, gehen wir mal raus. Wenn ihr euch gewundert habt, was das war jetzt. Achso, der übersetzt jetzt hier Huawei. Okay. Nochmal gucken hier, Kamera akzeptieren, ja, anmelden, also ich bin angemeldet. Achso, Google Chrome soll das sein. Also die Icons muss ich hier nur ändern, das ist kacke. Wo ist denn hier die Kamera? Uhr. Da, Kamera. So, Kamera wechseln. So, oh Gott, macht das ein klares Bild. Leck mich am Arsch. In HDR. Leute. Also damit werden die Livestreams bestimmt richtig cool aussehen. So. 32 Megapixel. 24 Megapixel. Vollbild 20 Megapixel. Gucken wir mal bei 20 Megapixel. Oh. Huh. What the fuck? Alter, sieht das klar und deutlich aus. Oh, ich freue mich schon darauf. Wir werden gleich, nachdem wir das jetzt gemacht haben, werden wir mal einen Teststream auf YouTube machen. Aber ich mache immer erstmal die 32 Megapixel wieder an. Das sieht ja richtig geil aus. So, HDR. Achso, ich kann HDR deaktivieren und aktivieren. Wo haben wir da den Unterschied? Bei HDR ist nicht ganz so hell. Ja, also das sieht echt gut aus. Video. Oh Gott. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Das sieht richtig toll aus. So, wir haben eine Auflösung von 30 FPS mit 1080p. 16 zu 9. Wir können auch 720 oder Vollbild. Ich habe jetzt einfach mal Vollbild genommen. So sieht es doch viel schöner aus. Es ist auch 1080p, 16 zu 9. Mit HDR jetzt an. Was haben wir denn noch? Wir wollten auch Fotos. Hatten wir eingestellt. Da können wir eigentlich auch 20, 24 Megapixel Vollbild. Ne, wir lassen aber das 4 zu 3. Das gefällt mir so optisch halt am besten. So, wir werden aber die Kamera nochmal wechseln. Hier haben wir ein Vollbild. So, aber warum haben wir hier nur. Achso, um 40 Megapixel. So. Aber warum haben wir da denn auch nur so ein kleines? Nein, lassen wir mal die 40 Megapixel. So, Video. Einstellen. Haben wir jetzt natürlich nach hinten raus, haben wir jetzt die Möglichkeit, so ja 4K zu nehmen. Also, wir haben 16 zu 9 4K.
Wir haben Vollbild 1080p, 16 zu 9080p. Ich mach mal 16 zu 9080p. 16 zu 9, das sieht dann auch auf dem Fernseher gut aus, ohne dass wir halt zu groß, zu klein sind. Das ist eigentlich ganz gut. So, Fotos, hier gucken wir auch nochmal. 4 zu 3, 1 zu 1, 7 Megapixel. Vollbild 6 Megapixel. Ja, bei Fotos hätte ich mir halt noch vielleicht ein 16 zu 9 gewünscht, aber okay. So, jetzt gucken wir nochmal drin. 4 zu 3, 1 zu 1, 20 Megapixel Vollbild. So, und wenn wir zu Videos gehen. Vollbild 16 zu 9. Ich mache mal 16 zu 9. 16 zu 9 ist halt eigentlich ganz gut. Also so vom Optischen echt geil. Geil, geil, geil. Kann ich nicht meckern. Was ich nicht verstehe ist, ich habe auf der Rückseite, auf der Rückkamera nicht die Möglichkeit, hier ein HDR einzuschalten. Oder mir ist hier halt mir wird hier kein HDR angezeigt in irgendeiner Art und Weise. Hier vorne wird mir gleich oben HDR angezeigt. Das ist eine HDR-Kamera. Das ist für Streamer halt ganz gut, aber wenn du halt Selfies machen willst und so, Fotos, Videos, da habe ich auch HDR, was ich deaktivieren kann und aktivieren kann und unter Einstellung, aber eigentlich nicht. Haben wir nur stumm. Ja, da müsste man mal gucken, was man da. Oh, so sieht das echt. Boah, ich bin begeistert. Na, das werden wir gleich testen. So. Dann habe ich jetzt soweit alle durchgetestet, was jetzt für mich speziell am wichtigsten war. Ich muss dann gucken, dass ich Tremor hier. Ach, habe ich so ja noch drin? Geht das auch noch? Wurde gleich 1 zu 1 übernommen? Test. Geht auch noch durch. Gut. Zustimmen. So, also das geht so ja noch durch, das ist ganz toll. Ich habe jetzt gedacht, ich muss jetzt hier wieder meinen Schlüssel von Trema raussuchen, weil ehrlich gesagt, den habe ich nicht. Oh, Dagon schreibt. Entschuldigung, das ist nur ein Test. Ich stelle gerade das neue Handy ein und ich habe gedacht, ich muss hier wieder einen Schlüssel oder so eingeben. So, der Dagon. Grüße gehen raus an Dagon, ist klar, warum? So, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt. Wir haben hier rin geguckt. Im ersten Augenblick bin ich sehr zufrieden. Vor allen Dingen mit der Kameraqualität bin ich sehr, 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 sehr zufrieden. Also vorne, hinten weiß ich nicht. Also hinten mit der Megapixelzahl ist mir ein bisschen, erscheint mir ein bisschen wenig. Und vorne sieht es irgendwie cooler aus als hinten. Also das muss ich erstmal noch testen. Vielleicht gibt es ja da anders noch irgendwo Einstellungen, die man machen kann. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mir jetzt auch schon für hier hinten, für die Kamera, weil ihr seht ja, die guckt so ein bisschen raus. Da habe ich mir Panzerglas bestellt, was ich da machen kann. Ich habe mir auch noch Panzerglas hier vorne bestellt, wenn das hier sich mal löst. Ich habe mir auch ein Ledercase geholt. Ich bin ein alter Mann, nehme jetzt mittlerweile Leder. Aber so ein durchsichtiges. Ich habe gedacht, ich warte noch ab mit so einem durchsichtigen. Vielleicht ist es ja wieder mit bei. Ja, ich wurde eines Besseren belehrt. Es ist leider nicht mit bei. Also bleibt mir nichts anderes übrig. Muss ich nochmal bestellen und dann werde ich das bestellen. Ich will halt wieder so ein Durchsicht haben. Für zu Hause und unterwegs oder so ist so ein Ledercase ganz gut. Ja, aber wenn ich denn nur so schnell, wenn ich es immer so eine Tasche habe, dann habe ich lieber einfach nur so ein Case, wo es halt ein bisschen besser in der Hand liegt. Dann bin ich damit auch sehr zufrieden. So, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, es ist jetzt kein Hardware-Test so an sich. Ich habe nur meinen ersten Eindruck kundgetan hier. Wollte nur gucken, wie es ist. Ich bin auch laut. Ach, ich muss noch gucken, wurde mein Ton denn übernommen? Ja,
Müssen wir mal kurz noch gucken. SIM 1 Klingelton, SIM 2, SIM 1 vibrieren, SIM 2 vibrieren. Ach so, ich kann ja die zwei SIMs drin machen. Ich werde nur eine drin machen. Lautloser Modus, Klingelton. Der Standard drin. Nee, Benachrichtigung, Juna-Schrei ist da. Ja, siehst du, das geht. So, ich muss aber Benachrichtigung, Klingelton, den Klingelton muss ich hier wieder einzeln. Ich denke mal, da kann man durcheinander, weil hier zwei SIM-Karten drin kommen. Wissen Sie, ich glaube. Müssen wir mal gucken. Ich weiß noch nicht, was ich da nehme. Odin will ich haben. Nee, nicht Odin. Odin Master. Also ist nur ein Lautsprecher drin, das wusste ich vorne, von vornherein. Ich gucke ja halt wenig drüber. Also YouTuber da so, da reicht mir ein Lautsprecher aus. Aber scheint ganz gut zu sein. Wo ist denn das Problem, bist du? Das Problem bist du. Genau. Das will ich haben. Ist für einen bösen Onkel, das hatte ich mir damals. Ach du Scheiße, das ist jetzt. Was haben wir jetzt? 2019. Das war. Boah. Ist etwa 15 Jahre, 16 Jahre her. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Und da habe ich mir das zusammengemischt. Da hatte ich mir von der Onkel halt. Das ist in einer von meinen Lieblingsstrophen. Und als Klingelton hatte ich damals nur die besten sterben jung drin. Ja, und hier gibt es halt Haufen so eine geile, also SIM-Karte 2, Klingelton, SIM 1 vibrieren, SIM 1 vibrieren, du kannst auch den Vibrationsintervall garantiert hier wieder einstellen. Dolby Atmos, Smart habe ich jetzt drin, ich muss da erstmal ein bisschen rumtesten. Weitere Toneinstellungen, Bildschirmsperre, Benachrichtigung, ist ein Ton, Screenshot, Ton, Touchscreen, Ton. Startup-Ton, Touch-Vibration. Ja, Touch-Vibration will ich auf jeden Fall. So. Ja, was ist denn, wenn ich hier Telegram? Das werde ich jetzt gleich mal testen. Bevor wir jetzt hier gleich Schluss machen. Das muss ich nämlich unbedingt noch wissen. Telegram. Telegram. Ja, weiter. Zulassen, zulassen. So. Odin darf ich heute Abend mitspielen. Hab ich schon geschrieben, ja klar, Odin kann ich morgen mitspielen. Hab auch jetzt Fortnite. Hey. Was soll das denn? Oh ja, ich hab haptisches Feedback. Gut, das ist okay. Ich mache gleich einen Livestream mit dem neuen Handy, um es mal zu testen und wie die Bild- und Tonqualität ist. Ja, du kannst heute Abend mitspielen. Und Steffen, morgen auch gar kein Problem. So. Und jetzt nehme ich das einfach wieder. Oh, das ist geil. Das ist geil. Der Button, ich muss hier rausgehen, um euch das zeigen zu können. Nachrichtton kommt an, das ist super. Der Touch-Button, wenn ich jetzt schreibe, ist der nicht da unten, dann geht der automatisch ein Stück höher. Das finde ich super. So, Dagon hat auch geschrieben. Alles gut. Ah, Dagon ist toll. So. Achso, jetzt gerade über Razer, Motorola Razer, gerade bei mir in meiner Telegram-News-Kanal berichtet. Ja, da seht ihr Odins Test. Das findet ihr bei Telegram, da kommen Haufen gute News. Hier jetzt zum Beispiel über PlayStation 5 und PS Now und naja, da seid ihr immer top aktuell mit bei. So. So.
Ach so, das muss ich ja dann unten machen. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich muss mich an einige Sachen gewöhnen, die für mich vorher selbstverständlich waren. Mir fehlt halt wirklich, mir fehlt dieser Knopf. Dieser Knopf fehlt mir wirklich. Oh, was denn nun? Oh. Ich kann es wecken mit Doppelklick. Also ich kann jetzt hier die Bildschirme umwechseln, also die Bilder wechseln. Sehr geil. Mit Doppelklick wecken. Cool. Das wusste ich nicht. Gut. Also ich muss mich da sowieso erstmal noch reinfummeln, noch ein bisschen durchlesen und mit dem neuen Handy erstmal klarkommen. Ich muss die SIM-Karten morgen tauschen. Das mache ich nicht jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Hands-on. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Wie gesagt, ihr könnt euer Telefon vom Apple, von jedem anderen auf dem Huawei übertragen mit Phone My Clone. Funktioniert auch für andere Handys. Phone My Clone gibt es im Google Play Store und ich glaube für Android, für iOS-Geräte ist das auch da in dem Shop drin. Ja. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. In ein paar Stunden wird hier auch wieder verpackt. Ich muss für noch was verpacken und für Oma muss ich noch was verpacken. Und ja, ich habe eigentlich gedacht, ich mache es hinten ran, aber das andere Video ladet immer noch hoch. Das habe ich jetzt einmal bearbeitet, weil das war schon 2 Stunden und ich wollte jetzt nicht noch mal eine Stunde hinten ranhängen. Deswegen kommen denn 2 Videos, scheißegal. Aber wie gesagt, erst zu Weihnachten. Die werde ich per Hand freigeben. Ich bin jetzt weg. Euch allen was. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, ahoi. Seid euer Odin.